Herzliches Willkommen. Wir sind bei der Liebeslegung oder Partnerschaftslegung für die KW 15 vom 11. bis 17. April 2022 in Kurzform. Wir wollen einfach mal schauen, was für die einzelnen Sternzeichen in dieser Woche drin ist. Und wir haben natürlich Jupiter und Neptun, die eben auch, ja, ich sag mal, Kreativität beinhalten, auch mal so ein bisschen abheben, was die Fantasie betrifft. Man kann zu hohe Erwartungen haben oder man kann eben, ich sag jetzt mal, der Realität ein bisschen entfliehen. Es geht um Mitgefühl, es geht auch um Harmonie herstellen untereinander. Und wir haben auch Merkur, der bisweilen auch schon mal dafür sorgt, dass man, ja, sagen wir mal, liebevoll und hilfsbereit miteinander spricht, was gut ist, denn Austausch und das Reden miteinander ist ausgesprochen wichtig, gerade in Beziehungen. Und dann haben wir auch ab 11. den Merkur im Stier. Da ist man dann auch ein bisschen erdgebundener, ein bisschen pragmatischer. Und Sonne mit Saturn am 13. sorgt eben auch dafür, dass man realistisch ist. Auch in Beziehungen ist das wichtig, gerade wenn man sich austauscht, was ist möglich und machbar. Am 15. zieht dann Mars in die Fische, da hat man nicht so viel Gegenwehr, nicht so viel Power. Und es gilt auch da nach Gefühl, nach Sensitivität, Intuition zu handeln. Und das ist eben wichtig. Das Zwischenmenschliche spielt gerade in dieser Woche eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist auch, wie gesagt, in Beziehungen sehr wichtig. Ja, wir haben natürlich die Sonne im Widder, Feuerenergie. Da will man manchmal mit dem Kopf durch die Wand, aber da so viel geballte Gefühlswelt und Kreativität und so weiter dem entgegensteht, denke ich mal, kommt man mit einem Egoismus oder puren hartem Willen nicht so weit. Sollte man dann auch lieber überdenken. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir in dieser Woche so haben. Ich wünsche euch natürlich eine liebevolle, schöne Woche und wir schauen mal, was wir in den Karten für euch haben. Bis gleich. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei der KW 15. Das ist die Woche vom 11. bis 17. April 2022 und wir sind beim Shortcut in Sachen Beziehung. Wir wollen mal gucken, was diese Woche in Beziehungen konkret möglich und machbar ist. Allgemein für alle Schützen natürlich, ne? Wir schauen uns an, wie ist die Energie in Beziehungen in dieser Woche für den Schützen. Was haben wir da? Wir haben die 2 der Schwerter, Zurückhaltung. Naja, vielleicht bist du oder dein Gegenüber eben gerade zurückhaltend. Schauen wir mal. Was ist das Thema? Deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche dann aus? Und was ist der zusätzliche Hinweis für diese Woche in Sachen Beziehungen? Schauen wir uns an. Wir haben der Mond. Das sind so ein paar Dinge. Du hast ja auch mit Neptun zu tun in dieser Woche. Und ich denke mal, da kommen ein paar Dinge auf, die du nicht so gerne eigentlich haben möchtest. Wie ist deine Energie? Der Knabe der Stäbe. Du bist fokussiert, ich denke, auf deine Ziele, deine Vorhaben. Und wir haben hier die 10 der Stäbe. Dein Gegenüber ist auch belastet. Das kann natürlich riskant sein, aber vielleicht hält man sich zurück mit seinen eigenen Problemen, weil man den oder die andere nicht belasten will. Hier haben wir die 8 der Schwerter. Du weißt nicht weiter. Okay, das ist manchmal sehr schwierig, wenn man nicht weiterkommt, als eine Blockade. Hier haben wir die Königin der Kelche, bedeutet, dass man sich liebevoll um dich als Schütze kümmert. Ja, das solltest du sehen. Vielleicht solltest du hier von gewissen Problemen oder so ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann haben wir die Welt. Etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Okay, das kann sehr schön sein, das kann dich weiterbringen. Und hier haben wir die Königin der Münzen. Also, ich denke mal, dass beide Seiten momentan ganz schön zu knabbern haben an irgendwas, deshalb zurückhaltend sind, ja. Aber Schwerter sind ja auch Gespräche. Sich austauschen ist wichtig und die Welt bedeutet ja auch das Ende. Ich denke von den 8 der Schwertern. Und dann haben wir den König der Kelche. Wir haben also König und Königin der Kelche. Liebevolle Energie, liebevolles Miteinander, auch wenn man seine Ziele verfolgt. Und ich denke, das ist auch gerade auf dich bezogen, mein lieber Schütze. Also bleib freundlich, entgegenkommt, offen, sprich darüber, was dich bewegt, auch wenn es dir unangenehm ist. Wenn du jemanden ins Vertrauen ziehst, ist das eben auch ein Beweis von Gefühl, von Entgegenkommen. Und ich denke, das wird auch dir helfen. Also Vertrauen ist gut und gute Gespräche.
Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie einen netten Hinweis für den Schützen in dieser Woche? Freundschaft ist wichtig zu pflegen. Also in Beziehungen gilt es nicht nur um Liebe, Sex und solche Sachen, sondern eben auch um die Freundschaft. Und ich denke, dass du dich dankbar schätzen kannst oder ja, erweisen kannst, dass du jemanden hast, der sich so um dich kümmert. Schöne Energie und damit schaffst du das auch mit der Mondenergie, das zu bereinigen. Viel Erfolg dabei und ich sage bis bald.